damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf. Ja, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Beim letzten Mal haben wir geendet, wo so die Bedürftigkeit in der Liebe beginnt und wie sie bestenfalls endet in der Freiheit und in der Bewusstheit und in der Liebe. Und heute möchte ich so ein bisschen nochmal eingehen auf Liebeskummer, wie sich es anfühlt und ja, was man dann am besten macht. Also beginnen wir einfach mal mit, wie fühlt man sich denn, wenn man verliebt ist und wenn man das nicht so erwidert bekommt und wenn man einfach leidet. Man fühlt sich völlig unfrei. Und durch die Verliebtheit war man ja so kurz mal im blauen Himmel und in diesem schönen Gefühl und dann plumpst man wieder raus. Und das ist so die Abhängigkeit eigentlich nach diesem Gefühl. Wir sind süchtig nach diesem Gefühl und wir projizieren das dann auf eine Person und wir meinen, wir sind süchtig nach dieser Person. Und je nachdem, welche Schmerzkörper wir so haben, können wir Liebeskummer haben, weil wir Single sind und den Angebeteten nicht bekommen können. Oder wir können auch Liebeskummer innerhalb der Beziehung haben, weil irgendwelche Schmerzkörper von uns angetriggert werden. Und ich mache jetzt mal so mein Beispiel. Das ist so mein Lieblingsbeispiel. Das habe ich schon oft in Seminaren gebracht, weil es etwas ist, was jeder irgendwie so nachvollziehen kann. Und egal ob Mann oder Frau, wie die Rollen besetzt sind, jeder kann natürlich sämtliche Schmerzkörper haben. Und wir Frauen neigen manchmal zur Eifersucht. Ich weiß nicht, ob es mehr Frauen sind oder mehr Männer, aber das Verhalten ist oft auch unterschiedlich. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Eine Frau trägt in sich einen alten Schmerzkörper Eifersucht. Und das ist egal, wo der entstanden ist, ob sie den in der Kindheit entwickelt hat oder ob sie ihn mitgebracht hat aus anderen Zeiten. Auf jeden Fall ist es ein Schmerzkörper-Eifersucht, der immer dann natürlich nur aktiv wird, wenn sie in eine entsprechende Situation kommt. Jetzt stellen wir uns vor, sie hat eine Beziehung und sie ist eigentlich relativ glücklich und er auch. Und jetzt ist irgendwie ein Ball und sie freut sich so auf diesen Ball und sie hat ein neues Kleid und freut sich einfach total. Er hat vielleicht nicht bemerkt, dass sie ein neues Kleid hat, aber das war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn sie dann zum Beispiel zur Kasse kommen, da wo der Eintritt gezahlt wird, oder sie haben Karten, ganz egal, und sie wollen gerade diesen Saal betreten und sie sind auch gar nicht ganz drinnen. Auf einmal kommt eine langhaarige, tolle Blondine und schnappt sich den Mann und sagt, hey, toll, dass du hier bist, wir gehen tanzen. Und er, ganz überrascht, geht irgendwie mit. Und sie, mit ihrem schlummernden Schmerzkörper Eifersucht, steht dort und was passiert? Natürlich wird diese Situation den Schmerzkörper antriggern. Das heißt also, wenn sie unbewusst ist, dann wird sie von jetzt auf gleich einfach eifersüchtig sein. Sie wird nicht merken, sie wird jetzt eifersüchtig, sondern sie ist es einfach. Das können wir uns jetzt alle sicher bildlich vorstellen. Ja, das heißt, er rauscht da ab mit ihr, die tanzen schon und sie steht da, wie stehen gelassen am Eingang mit einem Schmerzkörper, der ganz, ja, nicht angenehm sich anfühlt. Rasende Eifersucht, ja, schlechtes Gefühl, Wut, Ärger, all das wird breit in ihr und in diesem fängt sie natürlich an zu denken, dass dazu passt, wie, boah, was ist das denn für eine blöde Kuh, was fällt der denn überhaupt ein und wie ist er dann drauf, ja, lässt mich hier so stehen, also das geht ja gar nicht. Und während sie jetzt identifiziert ist mit ihrem schon alten Schmerzkörper Eifersucht, produziert sie das und macht ihn noch größer. Eifersucht liebt Eifersucht. Eifersucht, ein Schmerzkörper von Eifersucht, liebt, wenn du so richtig eifersüchtig bist, weil dann kriegt er Nahrung, dadurch wird er satt. Ja, also Angst wird richtig satt, wenn du ängstlich bist. Trauer wird richtig satt, wenn du traurig bist. Also diese Schmerzkörper glauben von sich ja nicht, dass sie schlecht sind, sondern sie wollen leben wie alles andere auch. So, während dass diese Frau jetzt ihren Eifersuchtsschmerzkörper enorm vergrößert, tanzen die anderen da ganz unbeschwert. Und er hat das noch gar nicht gescheckt, hat sich auch noch gar nichts gedacht, weil er noch gar keine Zeit hatte zu überlegen.
und kommt jetzt praktisch nach dem dritten Tanz mit ihr zurück. Und ja, sie steht da dann ja schon etwas bedient, das Gesicht schon leicht nicht mehr so fröhlich, sondern man kann ihr anmerken, sie ist unmutig, aber das sehen die zwei gar nicht. Sie kommen lachend zurück und er kommt dann und sagt dann vielleicht sogar noch, darf ich dir vorstellen, schau, das ist meine Jugendliebe Marion oder wie immer sie jetzt heißt. Und ja, die Frau ist dann natürlich, der Schmerzkörper wird noch größer. Jetzt sagt er, das ist meine Jugendliebe. Ja, der Schmerzkörper ist so groß, dass sie gar nicht erkennt. Er spricht von Jugendliebe und er spricht nicht von jetzt. Und dann, ja, er hat immer noch gar nichts gemerkt. Dann sagt er, sollen wir jetzt tanzen? Und sie sagt, nee, jetzt nicht. Das will ich nicht. Und er denkt, oh, konnte ich sie jetzt wieder nicht recht machen, jetzt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Also gehen wir mal davon aus, er trägt so einen Schmerzkörper, er kann es den Frauen nicht recht machen, er hat es vielleicht der Mutter früher nicht recht machen können, das trägt er noch und jetzt ist es halt so, dass er das jetzt wieder erfährt und dann hängt er in seiner Emotion natürlich auch und produziert, ich kann es ihr nicht recht machen. So, das heißt, diese Schmerzkörper bedienen sich meistens gegenseitig. Darum hat man sich eigentlich auch in diese Person verliebt, weil, das nennt man so schön, eine Beziehung zum Heile, wenn wir uns verlieben, dann meistens in das Gegenteil oder in denjenigen, der unsere Schmerzkörper so richtig bedienen wird. Und wenn wir eine Beziehung gleich und gleich gesellt sich gerne, das ist etwas, was nicht so großen Fortschritt hat, das ist sehr angenehm. Dann sind beide eifersüchtig und beide verstehen sich, beide sind übertrieben eifersüchtig, beide handeln danach. Ja, beide sind nicht gesprächig und fühlen sich wohl damit oder beide sind im Rückzug und fühlen sich wohl damit. Also das Gegenteil ist immer so, dass es halt irgendwie herausfordernder ist. So, wenn wir jetzt so nehmen, sie und er, der Abend, wie wird er weiter verlaufen? Ja, irgendwie werden sie vielleicht mal tanzen, aber richtig fröhlich wird es nicht mehr, wenn sie unbewusst sind. Also wenn sie bewusst sind, ist anders, aber wir gehen davon aus, sie sind unbewusst, dann kann das nicht mehr richtig fröhlich werden. Dann, ja, sie fahren dann irgendwann nach Hause, es ist Schweigen, sie denkt, ah, er wertschätzt mich nicht mehr, also da, der ist jetzt genau wie der Letzte, immer ist es das Gleiche mit den Männern, ja. Sie, er hat nicht gesehen, dass ich ein neues Kleid habe, dann tanzt er noch mit der und lässt mich einfach stehen. Also irgendwie glaube ich, muss mich hier irgendwie trennen. Und er sitzt im Auto und denkt, ach, schon wieder eine, der ich es nicht recht machen kann. Und es ist auch so schwierig und die Frauen sind so kompliziert. Und wenn wir dann bei dem sind, der, wo ich die Frage beim letzten Mal beantwortet habe, der sagt dann vielleicht, ach, ich glaube, ich fehle, dass ich keine Beziehung mehr will. Also beide sind schon so halb am Absprung. Ja, dann, was macht sie? Er geht nächsten Tag in die Arbeit und vergisst es erstmal und schiebt es weg. Das wäre typisch männlich. Es gibt auch Männer, die das nicht tun, aber wenn man jetzt mal das typisch Männliche, wäre eher der Rückzug. Und das Weibliche ist natürlich das Quatschen und das Reden. Also sie muss jetzt erstmal alle ihre Freundinnen anrufen und sie muss jetzt natürlich berichten und erzählen, wie grausam der gestrige Abend war. Und während sie das erzählt, nährt sie natürlich wieder ihren Schmerzkörper, der freut sich so richtig, der wird so richtig satt. Ja, sie sagt, das musst du dir mal vorstellen. Dann lässt er mich da stehen, dann hat er nicht gesehen, dass ich mir extra ein neues Kleid gekauft habe. Und dann lässt er mich da stehen und tanzt mit dieser Blöden da. Und überhaupt, was ist sie denn für eine? Was bildet die sich überhaupt ein? Ja, das heißt also, sie ist in der Erzählung die ganze Zeit bei ihm, bei der anderen. Sie ist nicht bei sich. Sie ist dabei, wie andere sich verhalten, denken und tun. Und wenn die Freundin auch einen Schmerzkörper hat oder auch unbewusst ist, dann wird sie darauf einsteigen und das noch bedienen. Und dann wird sie sagen, ja, stimmt, das ist ja unmöglich, das geht ja gar nicht, das ist ja, das geht nicht. Also das würde ich mir auch nicht gefallen lassen, das hast du gar nicht nötig. Also da schau mal, da trenn dich mal, vielleicht findest du noch einen besseren. Und wenn sie dann so ein paar Leute abtelefoniert hat, dann freut sie sich und kriegt Bestätigung. Wenn sie zu früh jetzt eine bewusste Freundin anrufen würde, die dann sagen würde, du, ja, pass mal auf, ist ja spannend, was du da alles erzählst, aber was ist es denn mit dir? Ja, warum hast du denn diese Reaktion? Hast da mal drüber nachgedacht? Dann wäre es sehr wahrscheinlich, wenn sie es noch nicht hören will, dass sie sagt, du, pass auf, es klingelt gerade an der Tür, ich kann nicht weitersprechen, ich rufe dich wieder an. Das heißt, jemand, der richtig in dieser Opferhaltung ist, der will auch nicht erkennen in dem Moment.
Aber irgendwann kann sein, sie hat sich ausgerichtet, sie hat den Schmerzkörper vergrößert, es fährt ein bisschen runter, wenn die Frau unbewusst bleibt, dann erholt sich das, dann wird irgendwann die nächste Situation kommen. Weil das Gesetz der Spiegelung sagt, sie strahlt dieses Thema Eifersucht ins Quantenfeld und das Quantenfeld wird ihr immer eine Situation wieder präsentieren, wo sie das fühlen muss. Also es gibt keine Erlösung ohne Erkenntnis und Erlösung. Ja, da muss man schon mit einem Erleuchteten zusammen sein, der dann nicht so nicht reagiert. Aber wenn wir in diesem Fall das so nehmen und sie würde sich trennen und würde sagen, das ist nicht der richtige Mann für mich und geht dann weiter, dann wird sie den nächsten wieder anziehen. Der hätte eine andere Verpackung, der sieht ein bisschen anders aus, aber er würde vielleicht das Gleiche bedienen. Oder sie wählt sich das Gegenteil, dass einer genauso empfindlich ist wie sie und dann wird es einfach anders sein. Sie werden sich nicht so triggern, aber sie wird auch kein Wachstum haben, eben weil sie nicht getriggert wird. So, wenn wir jetzt das Gleiche nehmen und es wäre eine Frau, die schon ein bisschen bewusster wäre, wie würde die denn reagieren? Gleiche Szene, sie hat den Schmerzkörper. Sie ist sich aber schon bewusst, dass sie den Schmerzkörper Eifersucht in sich trägt und dass er ab und zu mal angetriggert wird. Gleiche Szene, sie hat ein neues Kleid, er sieht es nicht. Es macht noch nicht so viel aus. Sie sind an der Kasse, sie zahlen gerade und diese Blonde kommt. Und sie greift sich ihren Freund und sie gehen tanzen und sie steht da. Aber im Vergleich zu dieser völlig unbewussten Frau merkt sie, wow, okay, ich spüre gerade, da kommt ein Gefühl von Eifersucht. Also ich und die Eifersucht sind zwei. Ich bin nicht die Eifersucht und total identifiziert, sondern ich bin mir bewusst, aufgrund dieser Szene jetzt, da kommt in mir ein Gefühl von Eifersucht. Und ich bin mir bewusst, dass dieses Gefühl von Eifersucht vorher schon existiert hat. Dass es nicht durch diese Situation erschaffen wird, sondern nur angetriggert wird. Und ich kann vielleicht sagen, okay, Eifersucht, ich sehe dich, ich sehe, du springst da an. Ich weiß, du bist alt. Und wenn man das ein bisschen spielerisch machen will, könnte man sagen, ich gebe der Eifersucht jetzt einen Namen. Wie kann Eifersucht heißen? Otto oder Ernst? Ja, nehmen wir mal Ernst. Ernst, ich sehe dich, Platz. Ja, das heißt also, ich lasse nicht zu, dass du mir diesen Abend verdirbst. Ich kümmere mich morgen um dich und ich schaue, wo kommst du her und ich schaue, was brauchst du und ich schaue, ob ich dich erlösen kann. Aber heute tust du nicht meinen Abend versauen. So, sie kann dann in ihrer Ruhe bleiben. Sie und Ernst stehen da dann am Tanzrand und da sind keine Gedanken von blöde Kuh und warum und so. Naja, er war einfach überrumpelt, er ist mitgegangen, er hat also gar nicht mehr nachgedacht. Und weil sie ihm nichts vorwirft, innerlich, und weil sie so entspannt ist, dann kommt er und sagt, darf ich vorstellen, meine Jugendliebe Marion? Und sie kann sagen, oh ja, das ist ja nett, weil ihr ist ja bewusst, sie ist seine jetzige Freundin und das war seine Jugendliebe, aber ich bin seine jetzige Liebe. Ja, sie bleibt also in ihrer guten Stimmung. Und sie kann nett diese Marion begrüßen und vielleicht sagt die Marion, warte, ich hole noch eben meinen Mann, dann kannst du den auch kennenlernen. Und vielleicht kommt der Mann von Marion und das ist ein ganz toller Mann und die sind ganz glücklich und dein Freund ist ganz glücklich mit dir und vielleicht sitzt sie zu viert am Tisch. Und er sagt, Schatz, wollen wir jetzt tanzen? Und du sagst, ja, gerne. Und dann sagt er, du Entschuldigung, ich war so überrumpelt und du sagst, es ist schon okay. Weil tief innen dankst du ihm für diese Situation, weil du konntest ja durch ihn deine Eifersucht sehen, eine dunkle Wolke, die du noch trägst und die dich noch hindert, den blauen Himmel zu spüren. Ja, das heißt, du bist bereit, den Schmerz zu sehen als bewusster Mensch und du bist dir bewusst, dass du nicht ganz blauer Himmel bist, dann willst du vielleicht hier gar nicht mehr leben, das weiß ich nicht, aber du bist dir bewusst, du trägst noch Wolken und du bist bereit, sie zu sehen und durch diese Liebesgeschichte kannst du in Kontakt kommen damit. Und dann ja, ist dieser Abend wunderbar. Sein Schmerzkörper kann es den Frauen nicht recht machen, wird gar nicht, ist angetriggert, du hast deinen wunderbar gemeistert. Und ihr habt noch mehr Innigkeit und Nähe wie davor. Ja, das heißt, immer wenn man erfolgreich einen Schmerzkörper gesehen hat und überwunden hat,
ist das, was dieses Paar verbindet, anschließend noch tiefer. Weil dein Gefühl ist noch tiefer, deine Dankbarkeit und deine Liebe. Ja, das wäre also jetzt so typisches Verhalten von unbewussten Menschen in Beziehung und bewussten. Ja, das heißt, der Unbewusste will das nicht, er will nicht getriggert werden, er will nicht schauen, er will dieses Gefühl nicht von so Leid, weil es ist ja Leid. Liebeskummer ist ganz großes Leid, es ist, das kann einen so mitnehmen, dass nichts anderes mehr wichtig ist. Ja, das kann sein, man kann den Job nebenher schaffen und alles andere, aber das Liebeskummer verzerrt meine ganze Energie. Und das ist aber letztendlich eine Möglichkeit, ein Geschenk zur Erleuchtung. Und im nächsten Film werde ich dir noch ein bisschen erzählen, warum es so wichtig ist, dass das Herz so wichtig ist und auch noch ein paar Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Aber heute möchte ich mit einer Geschichte enden, die mich mal sehr berührt hat. Und wenn jemand Liebeskummer hat und den Kummer nicht will, erzähle ich die Geschichte manchmal, weil sie so, ja, sie ist so tief. Also stell dir vor, da ist ein Mann, der ist so unendlich verliebt in eine Frau, die verheiratet ist, die hat auch zwei Kinder und die ist für ihn nicht zu haben. Aber er liebt sie total und sie ist auch total in ihn verliebt. Aber sie sagt auch, du pass auf, ich bin verheiratet und ich möchte meine Ehe nicht gefährden und moralisch auch treu bleiben, darum wird das nichts mit uns. Aber er ist so verliebt. Und er versucht, sich abzulenken, wie es die meisten ja in der heutigen Zeit tun. Man muss ja nur mal schauen, die meisten gehen von einer verletzten Geschichte in die nächste, anstatt sich zu heilen. Und so hat er das auch gemacht. Er geht von einer zur anderen, aber weil sein Herz ja besetzt ist, weil er diese andere Frau ja liebt, kann er ja gar nicht mit offenem Herzen für irgendeine Frau da sein. Und dann... ja, dann ist er irgendwann so frustriert und landet irgendwie so abends in so einem Kiosk und kauft sich ein Bier. Und in diesem Kiosk gibt es so einen weisen alten Mann. Und in seinem Frust erzählt er ihm dann, ja, dass es mit den Frauen halt nicht klappt und dass er jetzt schon 10 Beziehungen hat und nichts ist gescheit. Aber irgendwann erzählt er ihm natürlich auch, dass er ja eine so liebt, aber dass er die nicht haben kann. Und dann sagt der Alte zu ihm, hör auf, nach irgendwelchen anderen Frauen Ausschau zu halten und bleib deiner Liebe treu. Lieb sie. Und dann sagt er, ja, ich darf das ja nicht. Sagt er, ich sage ja nicht, du sollst mit ihr was anfangen. Ich sage ja nur, du sollst deiner Liebe treu sein. Also öffne dein Herz. Hab nichts mit ihr, aber lieb sie. Lass die Liebe zu, die du fühlst. Und dann lass auch zu, dass es schmerzhaft ist und lass zu, dass du sie nicht haben kannst und lass all das zu, was sich zeigt. Und lass die Finger von allen anderen Frauen, solange bis du frei bist. Und es vergehen Monate, es vergehen Jahre. Manchmal ist er in Versuchung, aber er erinnert sich immer an den Alten und denkt, nee, er bleibt der Liebe treu. Und er spürt dann auch mit der Zeit, wie sein Herz größer wird, wie seine Liebe tiefer wird. Er kann auch alle anderen Gefühle zulassen. Er hat keine Wertung mehr auf Trauer, auf Einsamkeit oder was auch immer. Und in regelmäßigem Abstand besucht er den Alten, weil den braucht er immer, dass der ihm irgendwie noch kluge Ratschläge gibt. Ja, und dann beginnt der Krieg und er muss auch in den Krieg. Und er nimmt sich ein Foto mit von ihr und der Krieg dauert 3 Jahre. Und er überlebt diese Zeit einfach so immer, weil er sie so liebt. Es stützt ihn so, diese Liebe zu haben und es gibt ihm Kraft, es durchzuhalten. Er hat sie ja auch nie wieder getroffen, aber alleine, dass sie existiert und dass er sie lieben kann, trägt es ihn. Und dann am Ende des Krieges wird er verwundet und er kommt in ein Lazarett. Und dort trifft er eine Frau, die ist total liebevoll und die kümmert sich so. Und er denkt, wenn ich die andere jetzt nicht so lieben würde, dann wäre das vielleicht eine, die mir auch gefallen würde. Ja, und sie haben eine Zeit der Heilung da. Sie ist immer da, sie ist sehr liebevoll. Und er lässt aber die Finger von ihr, baggert sie auch nicht an. Also sie sind da einfach ein paar Wochen zusammen in der Zeit, wo er im Lazarett ist und sie ist Krankenschwester. Und dann ist er geheilt, der Krieg ist vorbei und er kehrt zurück. Und er geht, sein erster Weg ist zu diesem alten Mann. Und dann sagt der alte Mann, ich habe eine Nachricht für dich, deine Traumfrau ist Witwe. Der Mann ist im Krieg gefallen, das ist schon 1 Jahr her.
Also der Weg wäre frei. Und dann ruft er diese Frau an und sie sind beide ganz happy und sie freuen sich so auf dieses Treffen. Und dann am nächsten Tag ist dieses Treffen und sie sehen sich und er merkt, er ist frei. Und auch sie, sie beide merken, diese Anziehungskraft, dieses Haben-Wollen, diese Gier, das ist einfach alles vorbei. Und er fühlt zwar eine Liebe für sie, aber er hat gar kein Interesse mehr auf eine Beziehung mit ihr. Und auch sie sagt, ich weiß nicht, was eine Illusion oder was immer es war, sie sind beide frei. Ja, dann geht er in dieser Freiheit wieder zu diesem Mann und sagt, ja, ich bin ganz frei, ich kann das gar nicht verstehen. Dann sagt er, ja, weil du geliebt hast, weil du diese Liebesbeziehung als Transformation genommen hast für deinen alten Schmerz. Und am Ende war einfach Liebe. Und dieses, dass du sie brauchst, also die Bedürftigkeit braucht jemand, aber Liebe nicht. Und dann sagt er, ja, ich habe ja so eine Krankenschwester kennengelernt im Krieg, die hat mir auch gefallen. Jetzt, ne? Jetzt finde ich das ja total blöd, dass ich die nicht doch angesprochen habe. Und dann sagt der Alte, damals war die Zeit nicht reif, aber jetzt bist du frei und wenn sie dir gefällt, dann kannst du ja jetzt hingehen. Und dann macht er das, dann geht er Pferder in dieses Lazarett und dann hat sich das teilweise leider aufgelöst und auch die Krankenschwester ist nicht mehr da. Und dann sagt er zu dem einen Mann, Kollege oder immer das ist, ach, ich hätte so gerne sie noch mal gesehen. Dann hat er gesagt, kein Problem, sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Und dann bekommt er die, macht er das auf und da ist ihre Adresse drin. Und dann fährt er zu dieser Adresse und sie erwartet ihn schon. Und sie sagt, ich wusste, dass du kommst und ich wusste, dass wir füreinander bestimmt sind, aber ich wusste, du bist nicht so weit. Ja? So, das heißt, diese Geschichte finde ich so wunderbar, weil sie beschreibt einfach, dass wenn du Leid hast, Liebeskummer, dann musst du da durchgehen und du musst es erlösen. Und dann wirst du frei. Und ob dann am Ende diese Liebesbeziehung überhaupt zustande kommt oder ob du einfach nur frei bist, das ist dann sogar relativ egal. Ja? Bei dieser Frau, die jetzt gewusst hat, ja, er ist nicht ganz frei, ja, die war dann schon in ihrem Bewusstsein weiter, war wahrscheinlich verbunden mit ihrer Intuition, nicht so im Kopf und sie hat ihr Herz gefühlt, sie hat gesagt, ach, der wird mir gefallen und wenn wir füreinander bestimmt sind, dann wird sich das zeigen. Ja, mit dieser Geschichte möchte ich enden und vielleicht gefällt sie dir und ja, beim nächsten Mal erzähle ich ein bisschen mehr noch über, warum das Herz so wichtig ist. Ich erkläre das ein bisschen mehr. Und dann, wenn du die eine oder andere Frage hast zu Liebesbeziehungen und zu Beziehungsproblemen, stell sie gerne. Ich freue mich über jede Frage, weil dann weiß ich ja, was genau du wissen willst oder ihr wissen wollt. Bis dahin wünsche ich dir viel Bewusstsein und dass du deine Reaktionen spürst in deinen Liebesbeziehungen, weil es wäre sehr traurig, wenn du dich nicht mehr spürst, weil wenn man sich gar nicht mehr spürt, ist keine Veränderung möglich. Also in diesem Sinne, hab eine heilsame Zeit. Ciao. Damit das Schwere im Leben leichter wird, mit Thea Wachtendorf.